Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Noch tanzt Solomariechen Julia Salmen im Umschwunger Karneval alleine. Doch das soll so nicht bleiben. Die Gardekostüme sind viel zu schade, als dass sie länger im Schrank versteckt bleiben sollten, findet Petra Nolte, erste Vorsitzende des Umschwunger Theater- und Karnevalsvereins. Wir haben aktuell ein Solomariechen, was das auch super klasse macht. Allerdings hätten wir gerne ein bisschen Verstärkung für die junge Dame. Geübt werden soll für 3 Auftritte in der 5. Jahreszeit. Das ist unser sogenannter Karnevalsnachmittag für Alt und Jung, unser Weiberfastnachtabend und unser Büttenabend. Im September soll es im Heda Quelldorf mit dem Tanztraining losgehen. Trainerin der neuen Mädchentanzgruppe wird Anne Müller-Käuper. Die über eine langjährige Erfahrung als Tänzerin und Trainerin im Bereich Galetanz verfügt und schon voller Euphorie ist. Wir wollen eine Showfunken-Garde aufmachen, die viel Spektakuläres, viel Neues verspricht. Wir können nicht nur Beine schmeißen, wir können viele Show-Elemente. Ein bisschen wollen wir noch Geheimnis für uns behalten, weil natürlich die Leute auf Büttenabend überrascht werden sollen. Wir haben aktuell 6 Kostüme, die erweitert werden um 6 Stück. Auch da haben wir eine kleine Neuigkeit, dass es was Neues gibt. Ein erstes Vortreffen für interessierte Eltern und Mädels zwischen 9 und 12 Jahren findet am Dienstag, 11. September um 18.30 Uhr im Pfarrheim in Umschwunge statt. Es wäre doch schön, wenn auf das Kommando Mariechentanz in der nächsten Karnevalssession nicht nur ein Solo-Mariechen tanzen würde, sondern eine ganze Tanzgarde. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.